Machen wir so. Jo, okay, dann Gabriel, gib mir mal einen Wurf auf deine Sprengstoffkenntnis. Ich habe einen Intelligenzwert von 64, das heißt, ich würfel auf die 32. Oh, oh, das ist ja 17 geschafft. Das ist ja fast mehr, als ich überhaupt int habe. Dann kann Bruder Gabriel den Zünder so einstellen, dass mit nur wenig Aufwand alles explodiert. Und ihr könnt euch dann rechtzeitig zurückziehen und durch die Gänge verschwinden. Wenn dieser Sprengstoff nicht reichen sollte, um die Tore explodieren zu lassen, dann reicht natürlich gar nichts. Ein einfaches Boltgeschoss wohl nicht. Das habt ihr auch an den toten Wächterkreaturen erkannt. Ja, wir sollten schon ein wenig Abstand nehmen, bevor das Ding explodiert. Aber danach sollten wir vielleicht nochmal nachgucken, ob es auch wirklich zerstört ist. Ja, ich möchte mir, während wir uns aus dem Raum entfernen, die Wände und generell die Katakombe, die Krypta hier unten anschauen, wie stabil die gebaut ist und wie weit wir tatsächlich Abstand nehmen müssen, damit, oder vielleicht das Ganze hier, ob wir Gefahr laufen, dass das Ganze hier einstürzt. Also, du guckst dir die Wände an und du bist der Meinung, ihr müsstet euch auf alle Fälle vor der Druckwelle in Sicherheit bringen. Die Gänge sind wohl, oder generell diese ganze Pyramide ist wohl stabil genug, damit jetzt 4 Melter oder 8 Melter Bomben da nicht reichen. Ja, und so könnt ihr euch zurückziehen, lauft in die Gänge, in die wimmelnden Korridore mit den Steinsarkophagen, die dort links und rechts in dem Gang aufgebaut sind, mit, wie gesagt, Platz für Königen, und könnt dann hinter euch das Knallen vernehmen, den Druck spüren, wie ihr dann gegen eure Reserverüstung kämpft, stellt euch dann dagegen und könnt dann, nachdem ja die sämtliche Explosion dann eben auch abgeklungen ist, ein Knirschen hören und ein Zerreißen der Sphären. Für eine Sphäre, die ist ein Schutzschild über dem ganzen Ding. Brüder, jetzt bräuchten wir jemanden, der sich mit dem Warp auskennt. Ich hoffe nicht, dass wir den Rest noch schlimmer gemacht haben. Aber es gibt nur einen Weg, dies herauszufinden. Wir müssen wieder zurück. Es ist Arminius mal mit Zähneknirschen dran, aber er sagt nichts und dann geht den anderen einfach nach. Denn die Inquisition wird garantiert Beweise haben wollen. Ja, und während ihr dann wieder zurück in den Vorraum, beziehungsweise dann den generell den Raum mit dem Teleportarium tretet, könnt ihr sehen, dass eine der Säulen zerbrochen ist, die andere steht so unbeschadet dort, wie sie auch zuvor dort stand. Aber dieser grüne, flammende Riss ist nicht mehr vorhanden, nur noch Blitze, die dort unheimlich geisterhaft umherschwappen. Aber es gibt kein Portal mehr, das ist zerstört. Während ihr euch das dann rauchend begutachtet, könnt ihr über euch, um euch herum, ein weiteres Erdbeben spüren. Und seid euch doch dann relativ sicher, zumindest die anderen drei Brüder, dass das an den vielen 100 Millionen Tonnen an Wasser ist, die doch gerade gegen die Pyramide spülen. Wenn das äußere Feld beschädigt ist, könnte es das U-Boot freigelegt haben. Zeit zu gehen. Dann sollten wir uns beeilen. Ich weiß nicht, wie lange diese Struktur der Pyramide das Wasser abhält. Dann sprinten wir durch die Gänge zurück an den Punkt, an dem wir in die Kuppel betreten haben, in der Kuppel erschienen sind, sagen wir es so. Und wenn sie bis dahin noch nicht kollabiert ist, greifen wir einer nach dem anderen die schwarze Kugel und finden uns hoffentlich in unserem U-Boot wieder. Setzt alle die Helme auf. Bald müsste Wasser kommen. Kann ich noch den Datensatz der Serverrüstung des Sergeants mitgenommen haben? Da würde ich jetzt aber aufgrund der Schnelligkeit, in der ihr handeln müsst, einen Tech-Gebrauch von dir haben wollen. Okay, dann mache ich das nicht, dann hatte ich keine Ahnung, wie man das macht, denn ich habe Tech-Gebrauch nicht freigeschaltet. Ich glaube, das ist auch eins dieser Talente, das man freigeschaltet haben muss. Ja. Okay, dann könnt ihr wieder an dieses merkwürdige Kugelgerät dazu treten, das der Inquisitor ehemals besessen hat, und seht dann, wenn ihr kurze Zeit später mit einem ekelhaften Ziehen wieder in eurem U-Boot auftaucht, sehen, wie durch die Bullaugen hindurch grünliches Licht dieser gesamten Stadt nach und nach verlischt, die Energiematrix zerstört ist. Und ja, die Wassermassen teilweise auch die Obelisken einreißen, die Pyramiden ähnlichen Strukturen bleiben aber erhalten, aber trotzdem knickt das ein oder andere an Stelen doch um.
Und so könnt ihr euch mit eurer Cthurian, mit dem U-Boot wieder nach oben begeben, durch die Wassertiefen und den Druck hindurchtauchen und nach wieder nach oben steigen, wo natürlich auch euer Thunderbird auf euch wartet. Brüder, das war bemerkenswert einfach. Meines Erfahrens war es fast zu einfach. Dies ist, was ein entschlossener Geist anrichten kann. Unsere Mission, unsere Aufgabe hier ist aber noch nicht vorbei. Diese Tech-Priester, Mechaniker, es gibt noch einige von ihnen, die befinden sich, die Koordinaten dafür sind im Thunderhawk, dort wo ich den Sergeant getroffen habe. Sie haben dort ein Lager aufgebraucht und auch viele von diesen Rebellen scheinen sich dort aufzuhalten. Sind sie auf der Oberfläche? Sie sind auf der Oberfläche. Ich drücke die Taste am Vox. Angelus Invictus, stand by für Bombardierungskoordinaten. Dann übermittle ich den Koordinatensatz und die Jungs machen den Rest. Ja. Ich hätte vielleicht fragen sollen, ob da Kollateralschäden in der Nähe waren, aber ach. Ja, interessiert nicht, ihr seid A, Astartes und B, Deathwatch. Ja, aber hätte sein können, dass da noch ein Thunderhawk rumstand. Ihr könnt dann auf alle Fälle mit der Pilotin, könnt ihr dann euch aus dem Wasser erheben, mit dem schweren metallischen Rumpf nach oben. Es knirscht natürlich alles ein bisschen. Sie hatte den Inquisitor schon nach oben gebracht und ja, während ihr dann selbst wieder dem Orbit entgegenstrebt, könnt ihr sehen, wie eine große, gewaltige Energielanze von dem Orbit nach unten geschossen wird. Und wenige Kilometer neben euch in den Boden rast, eine der Inseln vernichtet und weitere Flutwellen auslöst. Grob 2 Stunden später steht ihr in dem Raum, den sich wohl Adriel Quist in diesem Raumschiff ihre Heimat nennt. Könnt wohl sehen, wie weitere von ihren Agenten, viele hat sie nicht, daneben stehen. Und in einer der Ecken sitzt Sire Vincent, der Inquisitor. Sieht wohl immer noch nicht wirklich besser aus, aber ihr seid erfolgreich gewesen. Sie nickt euch zu. Herzlichen Dank, dass ihr meine Aufgabe angenommen habt. Exterminatoren-Team, gute Arbeit. Wir leben, um zu dienen, Inquisitrix. Ihr wart erfolgreich. Ihr habt nicht nur herausgefunden, was Sire Vincent gesucht hat, sondern ihn selbst noch einmal gefunden. Doch der Mann, den ich kannte, er war ein guter Mann. Er hat sein Leben dem Schutz der Menschheit geweiht, selbst hier in der Weite, wo viele Glaubenslose dem Imperator vergessen haben. Ich glaube, der Mann, den ihr kanntet, ist tot. Was auch immer mit ihm dort unten geschehen ist. Er scheint wohl nicht mehr derselbe zu sein. Sie nickt, tritt an den Inquisitor heran und zieht eine Boltpistole. Drückt ab, der Schädel explodiert. Ihr habt recht. Die Person, die ich tötete, war ein gebrochener Mann und ein Verräter. Er hat die Feinde der Menschheit unterstützt und gegenüber jenen, die er getroffen hat, ketzerisches Zeug von Xenos Ruinen gefaselt. Er ist zu einer Last für seinen Orden geworden. Und an dieser Stelle hätte er wohl selbst der Gnade abgeschworen. Er hat für seine Sünden gebüßt und sitzt nun an der rechten Seite des Imperators. Der saubere Tod, der ich ihm gewährt habe, ist sicherlich ein Geschenk für ihn. Sie steckt die rauchende Boltpistole wieder ein. Möge er seinen Dienst im Tod für den Imperator fortführen. Wenn sie nicht von selber drauf gekommen ist, haben wir ihr, glaube ich, nichts von den Alpha-Legionären erzählt. Also gut. Sei denn, einer von euch hat einen sehr starken Drang in diese Richtung. Also, ich habe dir gar nichts erzählt. Ja, denn ich glaube, das ist eine Space Marine-Angelegenheit, von der Ordo Xenos nicht. Das würde ich jetzt einfach fragen. Sie nickt, wie gesagt, steckt die Boltpistole weg und dreht sich dann wieder zu ihrem kleinen Kommandoraum. Mit dem Tisch, wo wieder irgendwelche Runen aufflackern, irgendwelche Karten zu sehen sind. Was habt ihr herausgefunden? Berichtet. Ein Kult auf der Oberfläche schien mit dem Versuch zugange zu sein, diese Wesenheiten, deren Nekropole wir erreichten, zu erwecken, herbeizurufen, wie es uns den Anschein machte. Zu diesem Zwecke haben sie nicht nur die Separatisten gebildet und unterstützt, sondern auch ein Attentat auf den Prinzen verübt. Wir konnten einen Teil dieses Kultes vernichten und die Brutstätte der Xenos-Rasse, die sie anbeteten,
wieder in den Meeren versenken. Von ihm sollte keine ernstzunehmende Bedrohung mehr ausgehen. Nichts, was die lokalen Streitkräfte nicht unter Kontrolle bekommen können. Wir müssen tatsächlich dafür sorgen, dass diese Xenos-Relikte und Artefakte in näher Zukunft besser begutachtet werden und die Freihändler sie nicht weiter im Imperium ausbreiten. Meine Agenten werden darauf eingesetzt. Dass der Prinzpräfekt gestorben ist, spielt tatsächlich keine Rolle. Die Hauptsache ist, dass der General überlebt. Er tut seine gute Sache für Karlak und für den gesamten Kreuzzug. Arminius nickt. Und wenn dann niemand was sagt, tritt er ab. Lord Tordal, ihr wolltet etwas sagen. Meines Erachtens sollten diese Ruinen auch begutachtet werden. Wir haben dort eine Art Partei gefunden. Jedenfalls wirkt es so. Wir haben es zwar zerstört, aber nicht, dass auch doch etwas passiert, was wir nicht hervorsehen können. So, und sollten die Forschungen beendet sein, sollte der Ort komplett vernichtet werden. Dem stimme ich zu. Eine solche Vernichtung wird sich als schwer bis unmöglich erweisen. Meine Agenten werden sehen, was ihr zurückgelassen habt, und danach werden wir mit schweren Geschützen antworten. Zur Not aus dem Orbit. Dies finde ich eine gute Idee. Der schwere Teil ist erfüllt. Ist es nun an euch aufzuräumen. Wie immer. Wenn ihr etwas den Archiven der Deathwatch hinzufügen wollt, dann werde ich euch die Möglichkeit dafür geben. Hab meinen Dank. Ich werde von euren Ruhmestaten in der Deathwatch berichten. Der Ordo Xenos ist froh, dass er euch an eurer Seite hatte. Für den Imperator. Für den Imperator. Für den Imperator. Toto schlägt sich auf die Brust. Für den Imperator und den Alphater. Für McCrack. So, werdet ihr entlassen und könnt ja mit einer kurzen Reise von Karlak in Richtung der Wachfeste Erioch aufbrechen. Zurück in eure Heimat, kann man so sagen. Doch, seit einigen Monaten, seitdem ihr in der Deathwatch dient, ist doch Erioch eine Heimat geworden. Die gewaltige Ringfestung. Und findet dort natürlich sämtliche Annehmlichkeiten, die man nach gelungenem Einsatz nicht nur gegen die todlosen Xenos-Kreaturen hier auf Karlak, sondern auch gegen die widerlichen Tyranniden-Krieger und die Gene-Stealers, die ja vor einigen Wochen euch bereits belagert hatten, könnt ihr endlich wieder abschalten. Bruder Arminius, wie regenerierst du? Arminius wird, denke ich, lange im Gebet über die Hergehnisse mit den Alpha-Legionären verbringen und was vor allem Gabriels Verhalten über die geistige Standhaftigkeit von Space Marines bedeutet. Und ob nicht vielleicht ein jeder von uns gefährdet sein könnte, dem Erzfeind aufzusitzen, wenn er es nur genug will. Ja, deine Recherchen auf der Wachfeste Erioch sind erschöpfend. Viel weiß man auch hier nicht, aber Alpharius, das muss der Primarch gewesen sein. Den Legenden nach soll er wohl schon vor 10.000 Jahren gestorben sein, aber immerhin sagte dieser Alpha-Legionär, dass er es sei. Habt ihr nebenbei so einen Primarchen umgebracht? Du weißt es nicht, aber du musst die Augen aufhalten. Tordal, Völker Fenrika, wie verbringst du eine siegreiche Schlacht und die Zeit danach? Nun, mit viel Bier, viel Gras und Feier danach. Natürlich weiteres Training und vielleicht sogar einige Aufzeichnungen über das, was er dort erlebt hat. Ja, du weißt, dass dir wohl dein Deathwatch Commander, ein Salamander, schickt dir einen Skalden vorbei. Jemand, der wohl tatsächlich auch auf Fenris ausgebildet worden ist, sodass du dann deine Berichte selbst nicht niederschreiben musst oder diktieren, sondern du kannst ihm davon erzählen und er wird daraus eine sagenhafte Legende daraus bauen, um deinen Namen weiterzutragen, um dir um deinen Ruhm zu mehren, so denn die Geschichten irgendwann in der Deathwatch weitergetragen werden.
Das wird Avarius wird aber nicht niederschreiben, da er immer noch nicht so ganz weiß, wer oder was der genau war. Ohne weitere Recherchen dementsprechend wird es schwer, darüber was herauszufinden. Ja, so berichtest du ihm dann den Rest von dem Kenotaph, dem Grabmal von Tiber Achillus und den Xenos-Kultisten, sowohl dort im Grabmal als dann auch unter der Erde, die metallenen Krieger, von denen man nicht viel weiß. Bruder Gabriel, Dark Angel, wie verbringst du deine Freizeit? Das ist abhängig davon, inwiefern denn Langstreckenkommunikation möglich ist. Kann ich Kontakt zum Felsen aufnehmen? Die Watchfeste ist natürlich unglaublich gut ausgerichtet, aber zum Felsen selbst wirst du es wohl nicht schaffen, das ist zu weit weg. Man könnte aber Boten schicken über das Tor der Nacht. Dann ansonsten musst du dich natürlich auch dem Psyker deines Vertrauens anvertrauen und ich weiß nicht, ob du das unbedingt willst. Denn du wirst jetzt vermutlich keinen Psioniker deines eigenen Ordens hier finden. Gut, dann würde ich einen Boten schicken wollen mit einem verschlüsselten Kommuniqué, mit einem verschlüsselten Datensatz und erst einmal protokollieren, was ich denn gefunden habe, verschieden kodiert und eben verschlüsselt, nicht nur der Datensatz an sich, sondern eben auch das Protokoll kodiert geschrieben und die Pflicht meines Flügels, des Raven's Wings, erfüllen. Herrschaften, die Ordensbrüder auf dem Felsen wissen lassen, dass es einige Verräter unter uns gibt, die es bis in die Jericho-Weite geschafft haben. Genau, also ich gucke gerade mal, die Jericho-Weite ist irgendwo hier und das Tor der Nacht führt dich dann irgendwo hierhin in die Nähe von Cardia. Ja, hier ganz grob. Hier sind die Sterne, wo der Kalixis-Sektor ist und Caliban ist dann daneben. Ja, da ist ja auch der Felsen, also soweit ist das nicht weg. Richtig, genau. Das heißt, von hier aus mit der unbekannten Xenos-Sprungtechnologie dahin und dann ein kurzer Weg nach Caliban. Ja, und damit werde ich meine Freizeit verbringen. Mit dem. Also keine Feiern, nichts Ausgelassenes, keine Recherchen, sondern nur Berichterstattung. Es gibt nichts zu feiern, denn das, was wir herausgefunden haben, ist dunkel und könnte, wie der gefallene Bruder es gesagt hat, das Ende der Menschheit bedeuten. Aber für unseren Orden ist das der Verrat noch umso wichtiger. Wirst du den Namen weitertragen, Uriel? Ich werde sowohl Uriel als auch den Namen. Ich bin Alpharius, genau. Irgendwo. Am anderen Ende der Galaxie ist ein Sergeant Uriel jetzt in Schwierigkeiten. Naja, der Sergeant Uriel ist schon tot. Ja, das glaube ich nämlich auch. Okay. Bruder Octavius, Ultramarine von McCrack. Ja, also ich mache mehrere Sachen. Erstmal kümmere ich mich darum, dass ich irgendwie einen Tech-Marine aufsuche, dem ich meine Rüstung anvertraue. Und möchte den fragen, ob da noch irgendwas zu retten ist, ob man die neu starten kann oder reparieren kann oder neu segnen kann oder sowas. Ja, vor dir steht ein sehr mies gelaunter Iron Hand, der zwar genauso wie du in Schwarz gehüllt ist, aber du siehst es selbstverständlich auch an seinem silbernen Arm und auch an seiner Miene, blickt dann auf das ausgezogene, auf die ausgezogene Rüstung, die dir dann irgendwelche Servitoren abgenommen haben. Und hat dann irgendwelche Stöpsel eingesteckt, kommuniziert da wohl gerade oder versucht es reißt sich dann den ein oder anderen Kabellage wieder ab. Da habt ihr aber besonders gewirtschaftet. Ja, auf jeden Fall. Laut meiner Aufzeichnung ist diese Rüstung über 3000 Jahre alt. Ist sie noch zu retten? Nun, die Maschinengeister, die daran eingebettet waren, sind tot. Das waren wohl mehrere Brüder, wie ich hier einsehen kann, die darin gestorben sind. Andere Ultramarines. Nun, diese Unehre wird mich wohl begleiten. Das hoffe ich, Bruder. Ihr solltet daran denken. Ich habe wohl mit eurem Watch Commander gesprochen und er ist tatsächlich in der Lage, euch eine neue Rüstung zu geben, die aber nur für Deathwatch-Mitglieder ausgegeben wird. Sie wurde also nicht von Ultramarines getragen.
Nehmt ihr diese Ehre an, so sie euch auch nicht gebührt. Das tue ich. Na, er grummelt wieder. Also gut, dann folgt mir. Und damit tritt er dann von dem Mechanarium in verschiedene andere Gänge, öffnet dann Türen, die versiegelt sind, und steht dann gemeinsam mit dir vor einer neuen schwarzen Deathwatch-Rüstung mit einem schwarzen Schild daran, an das er dann herantritt und den schwarzen Schild abnimmt. Ja, ich leg die nackte Hand auf das kühle Metall meiner neuen Rüstung und heiße sie willkommen. Sie wurde ehemals von Feldwebel Kaelios getragen. Ehrt ihn und seinen Namen. Das gelobe ich feierlich. Ja, kannst du noch ein bisschen über die Rüstung streichen. Er wird dir dann miesgelaunt sagen, dass Servitoren die dann in deine Kammer bringen, wenn du denn soweit bist. Kannst dann aber auch erstmal weiter abtreten und andere Dinge tun, wenn du magst. Nun, also hauptsächlich möchte ich mich dann in der nächsten Zeit an die neue Rüstung gewöhnen. Das ist ja immer so ein bisschen Eingewöhnungssache, würde ich mal sagen. Und aber ich möchte auch ein paar Recherchen zu diesen neuartigen Xeno-Rasse, die wir da gefunden haben, zu diesen Untoten oder sowas, Metallmenschen, durchführen, damit ich das nächste Mal, falls wir auf die treffen, ein wenig vorbereiteter bin. Gib mir mal einen W10. Hattest du deine Rüstung eigentlich von den Ultramarines mitgebracht? Oder wurde die von der Deathwatch gestellt? Nee, normalerweise bringst du deine eigene Rüstung mit und die wird dann schwarz eingefärbt, beziehungsweise silber eingefärbt. Kannst du jetzt überhaupt jemals wieder zurück nach Hause? Ich werde wahrscheinlich oder bis die Kaserne jetzt, bis zum Lebensende schruppen müssen oder sowas. Als ob irgendwer von uns jemals wieder nach Hause gehen würde. Ich meine, prinzipiell kann man aus der Deathwatch wieder zurück in den Orden ausgemustert werden, oder? Ja, das geht. Also du dienst normalerweise für ein paar Jahre und dann gehst du wieder zurück zu deinem Orden und du kannst auch jederzeit wiederberufen werden. Das ist eine unglaublich große Ehre, die meist... Also, Wenn du so zum dritten Mal in die Deathwatch einberufen wirst, dann bleibst du dann aber auch für dein Leben meistens da. Also jetzt zum Beispiel euer Watch Commander, der Salamander, der ist sein ganzes Leben jetzt da. Der hat zwar immer noch die grüne Rüstung mit dem Drachen darauf und der hat seine Deathwatch-Rüstung auch mit irgendwelchen Umhängen garniert, die von schuppigen Kreaturen stammen, aber erst einmal werdet ihr sicherlich wieder irgendwann zurückgeschickt werden. Deine Recherchen bezüglich dieser Todlosen verläuft im Sande. Man weiß darüber quasi nichts. Sie haben keinen Namen. Das Einzige, was dir tatsächlich jetzt auch auf dieser Festung beigebracht wird, ist, dass es wohl ähnliche Stelen gibt. Und zwar auf Cardia. Man weiß nicht genau, wofür die sind. Man hat die damals entdeckt, als Cardia selbst entdeckt wurde. Also auch damals waren die schon da. Sie sind ähnlich hoch. Kilometer ragen sie in den Himmel. Und auch mit irgendwelchen Glyphen versehen. Sie sind hohl von innen. Das Mechanikus hat da wohl verschiedene Sonden reingeschickt, die niemals wieder hervorkamen, weil die Hohlräume Kilometer lang sind, Meilen lang. Aber wer die gebaut hat, warum die gebaut worden sind, man kennt diese Xenos nicht. Deine Rüstung hat die Vorgeschichte "Niemand entkommt dem Zorn des Imperators". In dieser Rüstung haust ein seltener und wertvoller Persecutor, Zielerfassungsgeist. Deine Rüstung tastet beständig potenzielle Ziele ab, berechnet Reichweiten, Windverhältnisse, Höhenunterschiede und dergleichen, zeichnet passiv alle Biosignale auf und rasch zur Zielerfassung zur Verfügung werden sie dann gestellt. Sie macht elegante, kaum merkliche Anpassungen der Bewegung des Trägers, sodass sein Ziel und seine Feuerrate ideal abgestimmt wird. Manchmal ahnt sie sogar Bewegung voraus. Viele Krieger schrecken zuerst vor dieser Manipulation durch ihre eigene Rüstung zurück, doch alle ihre Träger lernen rasch, eins mit der Absicht, ihrer zweiten Haut zu werden. Die Rüstung gewährt dem Träger plus 5 auf BF. Die Rüstung reagiert jedoch schlecht auf plötzliche Bewegung, da sie es nicht gerne zu sehen scheint, wenn komplexe Kalkulationen über die Haufen geworfen werden. Du bekommst minus 10 auf Ausweichenwürfe im Nahkampf. Verstanden.